Und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within 2. So, wir haben letztes Mal hier die Psychiaterin kennengelernt. Psychologin? Psychiaterin? Ist beides gleiche, glaube ich, oder? Ich hoffe es. Jawohl. Und sie hat uns gesagt, hier ist Exit D5. Da kommen wir dann zu dem Theater. Und als dieser ja, Psychopath, Soziopath, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, wir sollen seine Bilder zerstören, seine Kunst zerstören. Dann, ja, wird er anscheinend sauer oder sowas. Also damit können wir ihn anscheinend schwächen. Ist auf jeden Fall ihr Tipp. Und das werden wir probieren, aber zuerst lesen wir hier noch. Und zwar E-Mail Kernkandidaten an alle zuständigen Personen von Operative Grisham. Betreff Lily Castellanos. Erste Erkenntnisse. Der ideale Kernkandidat muss ein freies Ego besitzen, um seine eigene Persönlichkeit zu behalten, gleichzeitig aber auch die miteinander verbundenen Geister vieler anderer unterstützen zu können. Unter Berücksichtigung dieser Parameter gibt es nur zwei mögliche Arten von Kandidaten: Egomanen mit psychopathischen Neigungen und Kinder. Wir wissen alle, was beim letzten Mal passiert ist, als sich ein Egomane mit den psychopathischen Neigungen im STEM befand. Am besten wäre also ein Kind. Dank unseres Zugriffs auf die Ereignisse der Standardprüfungen, Schulprüfungen, konnten wir die Auswahl eingrenzen. Wir glauben, in Lily Castellanos die ideale Kernkandidatin gefunden zu haben. Ihre Tests zeigen, dass sie nicht nur arglos ist, sondern für ein Kind ihres Alters auch ungewöhnlich starke Empathiefähigkeiten besitzt. Wir schicken sie für weitere Tests zu Dr. Hoffman. Okay. Finde ich trotzdem nach wie vor richtig fies. Na, einfach so Kinder, die können gar nicht ihre eigene Persönlichkeit entwickeln, weil die vorher einfach mal entführen und in so ein Ding hier reinstecken. Ich finde das echt einfach übel. So, haben wir hier auch irgendwo einen Spiegel? Tja, tja, na. Oh, nee. Ich muss da. Ich will da rein. Ich dachte, das wäre eine andere Tür. Ich dachte, hier ist auch ein Spiegel. Ach, hier vielleicht, oder? Na, da. Tatjana. Ich habe nämlich gerade rotes Glibber bekommen. Mit dem roten Glibber würde ich gerne eben kurz... Na, ihr wisst schon. Hier. Aufsitzen. Wieder da, Detektiv? Ja. Hast du mich vermisst? So, gib mir das da. Jawohl. Schlüssel haben wir keinen gefunden. So, jetzt war jetzt nur noch das hier, ne? 7, 7, 10, 10, 13, 13, 11, 11. Wir können das fertig ausbauen. Und dann sind wir komplett geskillt. Da. Es fließt durch meine Adern. Eine Errungenschaft freigeschalten, weil wir alles hier geskillt haben. Es ist sehr cool. Ob es mir hilft, weiß ich nicht. Tatjana? Ernsthaft? Was zum Geier? Ich gratuliere. Besser können Sie nicht werden. Dankeschön. Sie können jetzt aufhören, das grüne Gel zu sammeln. Dankeschön. Dankeschön, Tatjana. Wie cool ist das denn gemacht? Sie wirken entspannter, Detektiv. Ja, ich bin... Haben Sie einen Freund in dieser gefährlichen Welt gefunden? Natürlich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wem ich hier vertrauen kann. Anwesende eingeschlossen. Und das nach allem, was wir zusammen erlebt haben. Einsamkeit und Misstrauen sind keine Anzeichen von Wahnsinn, aber lästige Nebenwirkungen. Sich von anderen abzuschotten, verschlechtert nur ihren Zustand. Sie sind ein Mensch. Sie brauchen Kontakt zu anderen, wie Pflanzen das Licht. Ich brauche im Moment nur den Kontakt zu ihrer Maschine. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Ach, Tatjana. Es tut mir so leid, dass Sebastian so böse zu dir ist. Also, ne? Der hat im ersten Teil uns schon geholfen. Und wir haben da ja gesehen, im ersten Teil, sie ist doch auch nur ein Opfer. Und jetzt ist er so böse zu ihr. Das ist nicht lieb von dir, Sebastian. Tatjana hat bis jetzt immer nur geholfen. Also ich glaube, herstellen brauche ich gar nichts, weil
ne? Es ist, ich bin halt, ne? Einfach voll jetzt hier. Munitionsmäßig und so. Ich kann nichts mehr mitnehmen. So, aber was eigentlich gut ist. Also, volle Taschen ist echt ein gutes Zeichen hier in dem Spiel. So, hier gehen wir speichern und dann gehen wir aber jetzt wirklich raus hier, ne? So, speichern. Yes. Ja. Raus. Jawohl. Okay. Jetzt aber. Warte mal. Okay. Ich dachte, da gibt es was für uns zu lesen. Aber nein. So. Mach mal Licht an. Jawohl. Mit Licht geht alles besser. Und aufmachen. Das heißt, hier darf ja eigentlich gar nichts passieren. Wir wollen ja jetzt nur nach draußen wieder, ne? Gib mir. Einfach alles. So, da ist schon der PC, da ist ein Bettchen. Also da kam ich gerade her, ne? Da kam ich gerade her. Gut, ab nach oben. Raus aus dem Mark. Bäumchen, es geht nach oben. Ich finde das trotzdem immer noch so cool gemacht auch. Also, lade die Umgebung bitte. Bisschen schneller. Munition und ich kann sie nicht mitnehmen. Ich trinke mal Kaffee, auch wenn ich voll bin. Habe ich jetzt eigentlich bei ihr unten getrunken? Nee, ne? Kommen wir da nochmal hin? Ich glaube schon. Ich hoffe. Sonst muss ich nochmal runtergehen. So. Okay. Lalala. Oh, Tatjana! Hör einfach mal auf, mich immer mit deinem Spiegel zu erschrecken. Du bist so wundernett, wunderschön und nett, aber der Spiegel, ne? Du und dein Spiegel, das ist... wieso hatte ich so wenig Pistolenmunition? Wo habe ich die denn hin verballert? Ich habe keine Ahnung. So, öffnen. Schließen. Wir werden schon wieder von der Leiche begrüßt, ne? Das habe ich doch schon geschafft jetzt, oder nicht? Da, der arme Typ ist tot. Kann man hier nicht auch... Ist hier nicht... Wie der gestorben ist? Ich dachte, wir hätten das damals gesehen, wie der gestorben ist. Dass alleine zurückgelassen worden ist oder irgendwie sowas in der Art. Also gut. Das Theater. Diesmal kriege ich dich. Okay. Da ist er. Da ist er. Untersuche das Theater. Irgendwo da oben krebst so ein grünes, dickes Ding rum. So, aber ich habe da jetzt nicht wirklich Lust, mit dem gerade zu spielen. So. Oh, ich höre euch überall. Hört auf, so rumzujaulen und... Wieso seid ihr da reingerannt? Ah, da ist jemand. 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 Warte. Nicht umdrehen. Was machst du jetzt, Mädchen? Ich wollte dich mal so ansprinten. Aber ich kann doch jetzt nicht da hinterher, oder? Oh Gott. Was zum Geier mache ich hier? Okay. Sie ist trotzdem tot. Sie ist tot. Sehr gut. Glibber mitnehmen. Obwohl, ich brauch's ja gar nicht mehr, ne? Egal, es ist so schön. Es ist so schön. Und die Truhe ist zu. Bieb. Einige sind also verschlossen. Anscheinend, ja. Ich glaube, das war eine Flasche, die da blinkt. Wir sind in der Post aufgewacht quasi. Da ist das Theater. So. Genau. Ich glaube, wir müssen gleich eh sowieso durch die ganze Stadt, ne? Blums. Deswegen gehen wir jetzt mal kurz... Glibber! Achso. Ich brauche hier keinen mehr. Ist ja eigentlich auch blöd. Ich sammle trotzdem. Auch wenn ich ihn nicht mehr brauche. Weil es Spaß macht. Weil es schön ist. Und da kommen auch andere Sachen raus. Doch, da geht noch was. Nee, okay, nicht mehr.
Ich glaube, bei jedem Ding kann man länger öfter draufhauen. Muss halt dann nur den finden, bei dem danach noch was kommt. Okay. Hallo, Gräten. Habt ihr da was liegen lassen für mich? Nein? Da oben sitzen sie. Bäh. Hier, wunderschön, zwei ekelhafte Bilder. Was zum Teufel soll das hier? Verdammt! Lilly ist da drin. Ja, wir haben hier eine Ballerina. Oh. Und wir haben hier eine schwarze. Ballerina. Sie haben den Auftritt meiner wunderschönen Obscura nicht gewürdigt. Vielleicht gefällt Ihnen das hier mehr. Hören Sie. Nein! Hilft mir da niemand? Mein bislang größtes Werk steht bevor. Aber Sie sind es nicht wert, es zu bestaunen. Nicht bevor Sie lernen, meine Kunst zu respektieren. Hören Sie sich Ihre Schreie an, die Echos meines Werks. Kunst respektieren, was? Es wird Zeit, Hoffmanns Theorie zu testen. Ein Auge für die Kunst. Kapitel 7. Nach Stefanos Kunstwerke zu suchen. Habe ich gemacht. Grunz nicht so, du Veritas-Ding, du. So, Ballerina. Mit Ballerina und schwarzer Ballerina ohne Kopf. Wieso ist die ohne Kopf schwerer? Ach, weil die Blei hat und die andere Feder. Alles klar. Und hier haben wir eine schwarze Ballerina. Nee, ist keine Ballerina. Die hat zwei Köpfe links und rechts. Eklig. Beide eklig. Oh nee, die hat mehrere Köpfe in einem. Egal. Bäh. Beides eklig. So, wir haben hier. Oh, Kraut. Ich sehe ein Kraut. Ich sehe ein Kraut. Ein Josh's Kaffee. Ketchup. Kraut, nehmen wir mit. Okay. Sons of Liberty. Credit Union. Weißt du, es ist virtuell. Und die vergeben es. Es ist doch krank. Es ist so krank. So, das sind aber ein paar viele, ne? Oh. Nicht getroffen. Nachladen. Ja, jetzt wo alle weg sind, ne? Oh, die hat's auch noch zerdeppert. Oh, wie schön. Wie schön, die hat's auch noch zerdeppert. Okay, jetzt ist nur noch der übrig und die da. Oh, drei noch übrig. Drei noch übrig. Oh, voll daneben. Nachladen. Dachte, sie brennen. Lass mal nachladen. So. Aber sie haben mich bis jetzt noch nicht entdeckt, ne? Und die können über den... Ach, da ist auch noch einer. Da muss ich aufpassen. So, wo ist jetzt sie? Wo ist jetzt sie? Ach, den hat's zum Matsch. Ach, ich brauch das Glibber gar nicht. Egal. Ach, die ist jetzt wieder zurückgegangen. Okay, die sind beide wieder zurück. Nein, ich wollte so. So. Nachladen. Ui, du. Das ist, weil wir das Skill haben, ne? Oh, die lebt ja noch. So, die probieren wir jetzt aber noch. Nee. Die wird mich gleich sehen. Die wird mich gleich sehen. Nein. Guck dich nicht um. Bleib einfach da, wo du bist, bitte. So. Bam. Ich wollte das mal testen, aber ich glaube, das war nicht das, was ich wollte. Okay, aber die sind alle Matsch. Das ist schon mal gut. Die sind alle Matsch.
So. Oh, gib mir mein... Nein, 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 nicht gehe. Ich will das Schießpulver. Gib mir das Schießpulver. Ach komm, pfeif drauf. Ich sammle das Gel. Ich kann es zwar nicht gebrauchen, aber egal. Resonanz. Okay. Oh, mein Pfeil, den ich verballert habe. Gib mir. Oh. Da. Und mir kann der Einzige, der sieht. Oh. Das Ding hier bei mir. Es muss so sein. Ich weiß nicht mehr. Wir wissen alle, von was der redet. Gib mir das da. Danke. Dieses ekelhafte Glibberding da, ne? Ekelig, ekelig. So, haben wir jetzt... Da war die Kiste, die zu ist auf Josh Kaffee. Hier haben wir eine... guck mal, was da auf dem Brunnen ist. Das sehe ich ja jetzt erst. Bam! Gib mir meinen Schlüssel. Ah, wie cool. Wieso habe ich das damals nicht gesehen? Warum nicht? Es ist auf jeden Fall cool. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Och, der Zug schon wieder, ne? Ein Zug schon wieder. Warte, ich könnte ja auch auf die Karte gucken. Ab jetzt haben wir ja wieder Karten. Das ist unbekannte Resonanz und das sind die Dinger. Gut, dann machen wir erstmal hier die Nebenquests, würde ich mal sagen. Noch eine Resonanz. Unbekannte. Toter Mobius Agent. Okay. Da können wir auch hingehen. Das heißt, wir gehen hier hin. Das sind dann zwei Fliegen mit einer Klappe oder so. Oh, da ist ein Automat. Da ist ein Automat. Und da liegt noch was. Damit können wir... Nein, nein, nein. Ey, ich will nur das Ding hier. Chuck Diner. Das ist irgendwo eine rote Dingensen. Also, aufmachen, aufmachen. Gib mir... Das sind bestimmt wieder Sachen, wo wir Munition basteln können, oder? Oh, ich höre da was. Ich höre da was. Bitte keine Explosionsbombe. Eine Ratte. Und ich lasse ich leben. So, ich höre doch irgendwo. Irgendwie. Oh! Nein, war sowieso... Warum läuft die da rum? Warum läuft Lauert.2 hier rum? Das wusste ich gar nicht. Wieso läuft die hier rum? Ist hier irgendwas für mich? Da ist noch eine Tonne zum Plündern. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Oh Gott, bitte nicht, ne? Sonst probiere ich es ja kurz. Die geht ja nicht. Zwei. Nein, nein, nein. Explosiv-Dinger. Na gut, komm, dann machen wir sie weg. Lad nach. Achso, ich muss auch zielen, ne? Ist sie tot? Oh, sie verliert. Jawoll, jawoll. Meine Güte. Meine Güte. Weg mit dir, weg mit dir. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. So, Joe Diver Whiskey. Okay. Ist da oben? Ist da oben? Ernsthaft? Wer setzt denn die Dinger da oben hin? Wer setzt denn die Dinger da oben hin? Und wieso habe ich die... Wieso sehe ich die jetzt aber vor? Also ist damals nicht. Hä? Habe ich so viel verpasst hier? Das ist ja übel. Oh, da liegt noch was. Ach, das ist die Tasche, ne? Die ist voll. Okay, kann ich nicht nehmen. Habe ich so viel verpasst? Das gibt's doch gar nicht. Nachladen. Sebastian, nachladen. Dankeschön. Das ist... Ist mehr so auf den Dächern oder so? Komisch. Aber auch das am Brunnen. Das hätte ich doch sehen müssen. Eigentlich, oder nicht? Also hier war wieder der Geist, ne? Boah, ich will nicht zum Geist. Ich will absolut nicht zum Geist. Sollen wir hier noch irgendwas? Nein. Boah, ich will den Geist jetzt aber nicht machen. Es dauert eigentlich auch zu lang, ne? Eigentlich dauert es zu lang. Weil, wenn er schon sagt, sie kommt durch die Wände und so und bla bla. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, hilft ja nichts.
Da ist die Resonanz. Oh. Ach so, klettern. Nee, klettern will ich nicht. So. Können wir hier durch? In die Toilette? Ist hier irgendwas? Irgendwie? Irgendwo? Ach, hier. Aber Erste-Hilfe-Kram kann ich sowieso nicht nehmen, ne? Nee, bin voll, voll. Also, geht's hier hinten raus? Tatsache. Geht hinten raus. Dann muss ich jetzt... Ach nee, hier rein, hier rein. Da ist die Resonanz. Ich will nicht, ne? Ich will einfach nicht. Ich halte sie raus. Ich bin der Einzige, der sieht. Das Ding hier bei mir. Es muss so sein. Es sieht so aus wie in meiner Kindheit. Es spielt mit meinem Verstand. Wenn ich schon sterben muss, will ich selbst bestimmen, wie. Der hat sich selbst das Leben genommen. Ach hier, ja, Tatsache. Der hat sich... Bevor er komplett durchdreht oder so, ne, hat er sich selbst das Leben genommen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Was? Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich. La 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 la. Lauf, 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 Sebastian, lauf, Sebastian. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Versteck dich, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Ich hasse sie. Ich hasse sie abgrundtief. Was ist diesmal vor? La, 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 was will dieses Ding von mir? Warte mal. Ach, die geht jetzt durch die... Ah, okay. Okay, so war das. Was die von mir will, ich habe keine Ahnung. Aber ich will nichts von ihr. Deswegen soll sie mich in Ruhe lassen. Ich hasse sie. Die ist so eklig. Ich meine, im Prinzip, na, irgendwie... Ach so, wir sind hier. Genau. Die Türen führen immer in den gleichen Raum. Ich meine, das Rätsel kenne ich ja jetzt schon. Und jetzt muss man gucken. Das bin ich. Mhm. Von früher. Kommt die jetzt schon raus oder nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, die Tür hinten. Die Tür. Die. Verdammt, welche ist es? Ich glaube, die da, ne? Man muss im Spiegel gucken, welche Tür leuchtet. Und in die muss man dann quasi reingehen. So. Okay, das alles ein paar Mal. Oh, Scheiße. Ich muss in den Spiegel gucken. Ich muss in den Spiegel gucken, Mädchen. Ah, nein, 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 nein. Oh, ich hasse sie. Ich hasse sie. Warte mal, die Tür. Oh, verdammt. Ist das jetzt die Tür, wo ich denke? La 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 la. Also rein theoretisch müsste die Tür leuchten, eventuell. Also bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich hoffe, das war die richtige. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Warum verfolgt mich dieses Ding schon wieder? Das ist dein innerer Dämon, Sebastian. Das ist deine ganzen Erinnerungen an Beacon.
Also zumindest der Geist, der will uns im Prinzip immer auf unsere Vergangenheit hinweisen. So kommt es mir halt vor, ne? Und es ist halt so, entweder ist die manifestierte Schuldgefühle oder irgendetwas ist es. Irgendwas sowas in der Art muss das sein. So. Boah, okay, das heißt, wir haben die Tasche, können wir nicht mitnehmen, haben wir gerade geguckt. Die Nebenmission ist fertig, das heißt, wir können jetzt hierhin stiefeln. Genau. So, irgendwie dahin stiefeln. Ratte! Ich würde auch gerne diesmal ein bisschen mehr gucken, ob man vielleicht auch in Häuser... Oh, das sind noch Kisten. Mehr in Häuser reingehen kann. Habe ich mich gerade über das Auto geworfen hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade so Spaß dran. Verdammt, das war vollkommen falsch, ne? Erstmal nachladen. Okay. Oh. Der hat mit dem Zeug geworfen. Nicht ich. So ist das schön. Ich finde es cool, wenn das so nachblubbert. Den nehmen wir mit. Die machen wir kaputt. Ich habe gerade Spaß an den Elektro-Dinger, an den Platzebolzen. Ich glaube, ihr merkt das. So, alles mitnehmen. Oh, hier, Teile. Die nehmen wir mit. Jetzt guck mal gerade mal, ist hier hinten vielleicht noch was? Ne, da komme ich gar nicht durch. Oh, hier, Schießpulver. Hat da jemand irgendwas liegen lassen? Irgendwie... Nein, okay. Mitnehmen. Komm, mitnehmen, Sebastian. Schlaf nicht ein. So. Ja, jetzt, ich sollte vielleicht auch wieder ein bisschen sparsamer sein, aber mir jetzt hat gerade so Spaß gemacht. Wir sind ja eh ein bisschen overpowered hier, ne? Okay, jetzt gucken wir gerade mal. Wie gesagt, ich würde gerne gucken, ob ich ein bisschen mehr... es gibt was Schönes zu finden in Kapitel 7. Und das möchte ich finden. Um jeden Preis. Und dann gehen wir da noch in die Ding. Genau, aber ich sehe gerade, es ist ja auch schon wieder spät. Eieieiei. Genau, deswegen würde ich schon mal sagen, vielen, vielen lieben Dank hier bei Chuck Steiner fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.